Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ihr seht bisher die Plexius hier neben mir. Teddy, ich grüße dich. Ich muss ehrlich sagen, Teddy hat was auf dem Herzen, ich habe was auf dem Herzen, denn mir ist was aufgefallen, was mich sehr, sehr traurig macht. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, dass ich nach meiner Tumor-OP am Kiefer euch gesagt habe, in dem Willkommensvideo, wo ich zurück war, dass ich diesen Kanal hier im Prinzip breiter streuen möchte. Das heißt, ich möchte auch mal andere Modelle fahren. Ich möchte auch mal andere Automarken fahren, aber natürlich Elektroautos, andere Automarken fahren und die mal testen, einfach wie die sich anfühlen. Ich habe jetzt mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt mit Tesla. Ich war im Prinzip ja auch der Erste in Dachraum, im Prinzip Deutschland, Österreich, Schweiz, der im Prinzip gezeigt hat, dass ein Elektroauto von der Stange nicht so sein muss, wie es ist. Im Prinzip habe ich euch wirklich gezeigt, was man aus einem Tesla machen kann und bin da auch, muss ich ehrlich mal mir auf die Schulter klopfen, der Erste hier in den Raum. Das heißt, ich kenne diese Karre hier wirklich in- und auswendig. Ich habe, ich glaube, 65 Videos mittlerweile schon nur zum Tesla Model 3 gemacht. So, jetzt ist es aber so, dass ich auch mal andere Autos getestet habe, den iWay U5, jetzt habe ich mal VW ID3 gefahren und sowas, weil auch mein Umfeld, merke ich, langsam den Schwenk macht von Benziner, vom Petrolhead zum Beispiel zu Elektroautos. Nun ist es aber so, dass ich gerne doch mal die Erfahrung von denen auch einsammeln möchte. Das heißt, wie vom Carsten oder von Rocco, wie findet der die Elektroautos? Deswegen habe ich für mich auch, ich habe es euch vor 2 Monaten auch kommuniziert, gesagt, dass ich auch andere Testautos hier testen werde. Nun ist es leider so, dass in den Kommentaren, wenn ich die mal so durchscrolle, es sind wirklich einige beleidigende Kommentare drin, da fällt mir gerade die Spucke aus dem Mund, die wirklich nicht so schön sind. Die richten sich größtenteils auch untereinander. Das heißt, zwischen der Tesla-Welt zum Beispiel und der VW-Welt, die jetzt entsteht und so weiter. Aber meines Erachtens muss das nicht sein. Und ich bin kein Befürworter davon. Mein Leitfaden war bisher immer, jedes Elektroauto, was es auf den Straßen gibt, was es neu auf den Straßen gibt, ist ein Mehrwert für die Umwelt und vor allem auch für den Schritt der Elektromobilität. Das scheinen einige hier draußen zu vergessen und das finde ich wirklich, wirklich schade. Das bedeutet im Klartext, ich möchte oder ich bitte euch stark drum, seid sachlich euch gegenüber, seid sachlich den anderen Leuten gegenüber und schreibt sachliche Kommentare. Wir bringen gemeinsam die Elektromobilität voran, aber nicht so. Ich kann euch auch sagen, ich werde rigoros jeden Kommentar, der irgendwie angreifend ist, das liest sich direkt schon raus. Wer irgendwie angreifend ist, werde ich direkt löschen. Das kann ich euch so sagen, das ist mir auch ziemlich Puppe, weil das ist mein Kanal, hier ist mein Herz und meine Seele drin. Das ist jeder, der mich kennt, ich bin ein sehr positiver Mensch, der weiß das auch. Das war im Prinzip so mal die Worte vor dem Hauptvideo jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt die Zeit, jetzt müsste gleich der Sascha kommen mit seinem SR Plus von 2019, mit der Mehrleistung in den COC-Papieren auch im Vergleich zum 2020er Modell. Ich bin sehr gespannt, bleibt dran. So, liebe Leute, ich begrüße recht herzlich hier bei TM3 Plexius den Sascha. Sascha, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du heute hier bist. Du hast jemanden mitgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Einen Tesla Model 3. Einen alten Short Range Plus. Genau, Short Range Plus, Standard Range, Leute. Das heißt, warum alt? Es ist ein 2019er Modell, es ist eines der ersten Standard Range Plus, die in Deutschland ausgeliefert wurden, das muss man echt so sagen. Weißt du, welche Win du hast, so grob? 370.000 sowas. 370.000, das sind Zahlen, ne? Absoluter Wahnsinn. Das ist der erste Punkt, was mir gerade aber übel aufgefallen ist, wenn man den krassen Kontrast wirklich mal sieht. Ein wirklich sehr nahes Auto und eine Plexius, die richtig in dem Fall sogar krank aussieht. Also richtig irre, oder? Wenn man diesen Kontrast sieht. Ja. Junge, Junge, da muss ich erstmal schlucken. Ihr habt im letzten Video mit dem Tesla Model 3 mit Kelvin gesehen, dass das 2020er Standard Range Plus im Prinzip Zeiten fährt um die 5,6 Sekunden. Und wir wollen heute beweisen, dass das Standard Range 2019, das alte, mit den höheren Motorleistungen in den COC-Papieren im Prinzip Zeiten unter 5,6 erzielt. Das wird sehr spannend. Bist du ein bisschen aufgeregt? Du weißt es ja noch gar nicht, was final rauskommt. Du hast bisher, blöd gesagt, auch noch nie irgendwie auf Zeit gefahren. Nee, also bis jetzt keine Tests gefahren. Mhm. Ich lass mich überraschen. Also ich vertraue auf die Werksangabe, dass wir die schaffen und dann bin ich zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein schönes Wort. Wir werden wieder 3 Läufe machen im Prinzip, haben ein Top-Wetter, ungefähr 23 Grad. Der Asphalt ist trocken. Du hast als Profil, wenn ich das gerade sehe, hast du keine Pilotsport, Michelin-Pilotsport drauf, sondern was fährst du? Michelin Cross Climate.
aber auch in der 35R18, glaube ich, ist das. 45R18, genau. Aber also, ihr habt gehört, Ganzjahresreifen, die haben natürlich eine andere Profilmischung als wir jetzt Sommerreifen. Da müssen wir mal gucken, aber wir sollten, denke ich, trotzdem die Leistung auf die Straße bekommen, da mache ich mir keine Gedanken. Gemessen wird das Ganze natürlich wieder mit unserem GPS-Tool Tracky. Ich habe es jetzt nicht dabei, ist im Auto. Bevor wir jetzt wirklich den Asphalt brennen lassen, nochmal eine Frage an dich. Wie zufrieden bist du mit den SR Plus? Würdest du dir vielleicht gegebenenfalls, wenn du die Wahl nochmal hättest zwischen Long Range und Standard Range, mehr Reichweite wünschen? Wie ist da dein Empfinden? Also ich würde sagen, grundsätzlich reicht ein Standard Range Plus. Es gab in den letzten 14 Monaten, so lange habe ich das Auto, vielleicht 2-3 Situationen, wo ich gesagt habe, okay, es wären 100 Kilometer mehr Reichweite, wären schon nicht schlecht, aber im Großen und Ganzen kann man damit wirklich gut leben. Man kann so 200, 250 Kilometer Turns auf der Autobahn fahren zwischen den Superchargern und man kann wirklich Langstrecke damit fahren. Wir sind von Zagreb am Stück hierher gefahren, also ohne Probleme. Ja. Krass, ihr habt also auch einen richtigen Roadtrip gemacht. Wie viele Leute wart ihr? Hatte keine Probleme gemacht? Mit der Frau im Urlaub in Kroatien gewesen, ja. Wow. Also bis nach Dubrovnik runter. Den letzten Supercharger, den es in die Richtung gibt, haben wir noch einmal mitgenommen. Ja. Absolut Wahnsinn. Also zeigt definitiv auch, dass ein Standard Range für den normalen Alltag reicht. Denn man sieht auch zum Beispiel an deinen Kilometern, du hast mir vorhin gesagt, wie viele Kilometer hast du jetzt laufleistungsmäßig runter? Ich habe jetzt knapp 16.000 in 14 Monaten, also gar nicht so die Menge, aber ich habe auch einen kurzen Arbeitsweg. Also ja. Ja. Gibt es denn generell bei deinem Tesla Model 3 Punkte, wo du sagst, okay, die stoßen mir ein bisschen negativ auf, das stört mich? Ich würde sagen, nur Kleinigkeiten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich morgens das Auto das erste Mal bewegen möchte, Rückwärtsgang reinmache, dann dauert es manchmal eine ganze Weile, bis die Rückfahrkamera zu sehen ist. Das ist so ein Punkt, der ist nicht ganz so schön. Ansonsten, ich meine, du weißt es selbst, wir haben eine relativ große Entfernung zum Service Center. Also wir müssen bis nach Frankfurt, das wäre schon schöner, wenn es ein bisschen näher wäre. Wobei man eigentlich halt keine Berührungspunkte hat, weil eine Standardwartung gibt es ja nicht in dem Sinne. Ja, und dann noch die Sache mit dem Tempomaten. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man, wenn man einen Tempomat anmacht, dass er die Geschwindigkeit, die du fährst, übernimmt und nicht die Geschwindigkeit, die Tesla jetzt gerade für richtig hält. Also die halt standardmäßig auf der Autobahn geht er sofort auf 130. Ob ich jetzt, egal was ich fahre, ich muss dann immer nachjustieren. Ja. Finde ich ein bisschen schöner. Also hatte ich in anderen Fahrzeugen, wo das einfach mehr meinem natürlichen Empfinden entsprochen hat. Ja, verstehe ich. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da hast du ein Tempomat reingemacht auf der Autobahn und dann knallte er direkt auf 150 hoch. Ja. Und dann musstest du wirklich drehen, bis du auf da 120 oder so gekommen bist. Vielleicht kann man das in Zukunft, das ist ja einfach nur Software, vielleicht kann man das noch irgendwie anpassen. Aber guter Punkt auf jeden Fall. Und generell jetzt mal, ich sag mal, abgesehen von diesen Kleinigkeiten, drumherum um Tesla Model 3, wie ist deine Zufriedenheit damit? 100%ig zufrieden. Ja. Also ich würde auf jeden Fall... Wenn ich nicht muss, werde ich kein anderes Auto mehr fahren. Also vielleicht ein Model Y irgendwann, aber ja. Das Gesamtpaket, was Tesla da bietet, mit der Technologie, mit dem Fahrspaß, mit dem Aussehen vom Auto, ja. Mit dem Ladenetzwerk, das ist einfach unvergleichbar, muss man sagen. Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, wir hatten gerade das Intro auch. Ich finde Tesla wirklich, macht da einen sehr guten Job. Alleine Infrastruktur und auch das Auto ist einfach, egal welches, Modifikation oder so, es ist toll. Es ist verlässlich, schön fahren. Und ich sage auch, ich bin da deiner Meinung, wenn ich jetzt mal später Familie habe oder so, wir heiraten jetzt auch, Model Y wäre nochmal eine Investition, die ich gerne auf jeden Fall da machen würde, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, welches Auto ich mir hole von Tesla. Sehe ich auch so. Also ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es dann die ersten aus Berlin gibt und dann mal schauen, wie man sich dann entscheidet. Genau. Sehr gutes Schlusswort. Wir lassen jetzt den Asphalt auf jeden Fall für euch brennen. Wir machen 3 Läufe im Prinzip und schauen, dass wir eine Zeit unter 5,6 Sekunden schaffen. Yeah! So, let's go! Wir sind zurück und haben Werte für euch, Leute. 3 Läufe haben wir gefahren, oder hast du besser gesagt gefahren. Wie war das Gefühl? Ich meine, du fährst jetzt bestimmt nicht so oft immer volle Hütte. Eigentlich fahre ich nie volle Hütte, aber es war mal ganz witzig, ja. Also war auf jeden Fall interessant zu sehen, ja. Ja, krass, denn wir blenden euch jetzt mal die Werte ein. Wir sind in Range von 5,4,
5,4 und 5,44 Sekunden gefahren. Also wirklich toll. Standard Range Plus, Source 19er Modell, zeigt, dass es schneller ist als die neue Modellserie, sag ich mal. War mit den anderen Motor höchstwahrscheinlich drin. Das könnte man stark spekulieren. Und ich freue mich gerade, ehrlich, muss ich sagen. 5,4 Sekunden ist ein schöner Wert, wirklich. Und da kannst du auf jeden Fall auch mit einigen Sportwagen mithalten. Zumindest an der Ampel auf jeden Fall. Ich vermute sogar ganz stark, wenn wir jetzt hier statt der Allwetterreifen oder der Ganzjahresreifen ein anderes Profil haben, eine andere, zum Beispiel Michelin-Pilot Sport drauf hätten, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen was aus den Werten rauskitzeln können. Also Potenzial nach oben haben wir da auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall ein bisschen Schlupf beim Anfahren. Also er hat nicht 100% Grip am Anfang. Ja. Ich denke, das liegt an den Reifen. Ja. Genau, ich habe auch gerade gemerkt, muss ich ehrlich sagen, wo ich außen stand, das hatte sich angehört, als ob du mit Winterreifen im Sommer fährst. So war das Geräusch von der Akustik her. Also ich glaube schon, da lässt sich noch einiges rausholen. In der Luft schwebt jetzt, warum das Tesla Model 3 Standard Range Plus mit der neuen Generation, warum das wirklich langsamer ist. Liegt es am Elektromotor? Liegt das an der Software, dass das irgendwie reguliert ist? Woran liegt das, dass da doch ein Unterschied ist? Ich meine, wir sind jetzt drei valide Werte gefahren im Prinzip, die alle durchgehend nahezu identisch waren. Da fragt man sich echt, wo hat Tesla da im Prinzip, ich vermute, stark eingespart. Was wäre deine Vermutung? Hättest du da irgendwas? Ich habe keine Vorstellung, wieso. Also ich vermute auch, dass irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, den Motor mit den ausreichenden Leistungswerten günstiger herzustellen und dementsprechend den jetzt so verbauen, aber reine Spekulation. Krass, wir haben auf jeden Fall das Ziel für heute erreicht. Wir haben gezeigt, Standard Range Plus 2019, die alte Modellserie ist schneller. Das war der Sinn des Videos und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt für die, die Bock haben, nochmal einen kleinen Rundgang machen im Vergleich, weil wir haben hier ein wirklich seriennahes Tesla Model 3 und hier die Black Series und ich will euch einfach nochmal zeigen, die Impression, wie es optisch einfach aussieht. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kriege ein bisschen Emotion, weil wo ich meinen in Frankfurt abgeholt habe, das sah genauso aus und in einem Jahr ist daraus das geworden und es ist einfach Magic. Das muss ich einfach sagen und da schauen wir jetzt einfach zusammen noch mal ein bisschen durch. So, liebe Leute, vor einem Jahr sah die Black Series genau so aus. Wirklich Serie, Aero-Kappen drauf und so weiter. Das war in Frankfurt die Abholung genauso. Chromleisten dran, wirklich keine Tieferlegung. Im Prinzip, sei mir jetzt nicht böse, Sascha, aber hoch wie ein LKW. Blöd gesagt, aber so sah sie aus und dann kam die Verwandlung. Guckt es euch einfach an, die Black Series, absolutes Monster. Schaut doch mal, wenn wir jetzt hier wirklich mal rumgehen und uns die Höhe mal anschauen oder auch das Hinterteil. Ich meine, ich habe euch wirklich gezeigt hier in diesem Kanal, wie man das Auto verändern kann, was man machen kann, was möglich im Rahmen des Gesetzes ist, blöd gesagt. Wa? Ich meine, die Amis können da auf jeden Fall noch mal mehr herzaubern, aber so sieht das Ganze aus. In diesem Sinne, vielen Dank, Sascha, dass du heute dein Standard Range Plus mal zur Verfügung gestellt hast für die Testung. Vielleicht komme ich bald noch mal auf dich zu und dann machen wir 100 auf 200. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ansonsten wünschen wir euch wirklich einen schönen Tag. Genießt den Tag noch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.